Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Wir sind jetzt gerade in der finalen Episode der Rettungsmission angekommen. Nun geht es den Turm hinauf zu Barrett und dann lassen wir uns mal überraschen, was da oben auf uns wartet. Viel Spaß. Ach, Fake-Dinger. Hallo, meine Lieblingsgegner. Ich gebe nicht nach! Ich gebe nicht nach! Ich bin bereit! Hallihallo, Hallöchen! Huch, was zum Teufel war das denn jetzt? Ach, der Helikopter. Was ist? Sie haben Eva. Die oberste Etage unter Kontrolle. Ha? Was treibst du denn? Das sind doch nur kleine Fische. Tiff? Ich mache mich jetzt an die Aktivierung. Okay, Cloud. Machen wir kurz eine Analyse. Ich will gucken, was für ein Problem der hat. Auf Nummer sich. Feuer! Windelementare Attacken aus der Luft füllen seine Schockleiste schnell auf. Wenn du seinen mächtigen Luftangriff ausweichst, wird er schockanfällig. Ach so, deswegen ist er mehrfach in Schock geraten. Dann übernimm. An die Arbeit. Ja. Dann machen wir doch Aero. Zum Angriff. Ja. Machen wir ihn kaputt. Ja. Granate. Ja. Und du, was willst du? Ja. Der hat kassiert, alter Schwede. Hier geht's nur nirgendwo hin, okay. Da geht's höher, wir wollen ja auch höher. Und ich glaube, von hier kommen wir, oder? Ja, ich sehe die Kiste. Die habe ich umgeworfen. Als Orientierungspunkt. Wachsam bleiben! Oh oh. Immer doch. Es geht los! So, auf Hochtouren. Komm, beweg dich einfach nicht, okay? Dankeschön. Und Zusatzangriff. So, und ihr bewegt euch eh nicht. Deswegen werdet ihr easy sein. Na, ja, wie einfach dein Weg war. Ja. Ist das alles? Ja. Ha. Okay. Wir haben ja keine Heilerin mehr, deswegen hat Tifa gleich ein Problem. Aber das kriegen wir schon hin. Okay. Kann ich dir das überlassen? Stufenaufstieg. So, Tifa, meine Liebe, mach mal Aero gegen den. Das wird wehtun. Genug. So, jetzt müssen wir uns erstmal um Heilung kümmern. Bald sind wir die kleinen Mini-Heiltränke endlich los. Das Gute ist, ich kann zu Kampfbeginn direkt einen Chakra raushauen. So. Aufi! Hallo Kiste. Ein Elixier, dankeschön. Sinn und Zweck? Achso, die Kiste. Ich verstehe. Ah, da kommt man da auch nicht hoch. Hä? Achso, ich sehe schon. Wir sind schon ziemlich weit oben. Jetzt drunter fallen wir ein bisschen tragisch. Wir sind kurz unter der Platte. Stimmt.
Wieso sind wir dann damals überhaupt mit der Bahn gefahren? Wir hätten doch diesen Weg hier nehmen können. Einfach hier hochgehen? Wäre sowieso keine Sau da gewesen. Und das war's. Jesse! Verdammt! Ach, Tifa! Jetzt mach doch nicht dein Gesicht! Ich verbringe meine letzten Minuten also mit dir. Naja, könnte. Du darfst sein. Nicht aufgeben. Lass gut sein. Ich habe mit meinem Sprengsatz so viele Unschuldige getötet. Das nennt man Karma. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Und ich werde es wieder tun. Du Charmeur. Hey. Weißt du, Cloud? Ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da hab ich mich wohl geirrt. Eine Jessie Spezial? Ja, genau. Aber ich kann. Ach nein. Tifa weint ja. Wollt ihr nicht langsam los? Ich fühle mich sonst so beobachtet. Die lebt noch. Jesse. Tifa. Die lebt doch. Niemand hat das Wort Tod in den Mund genommen, deswegen lebt die noch. Fertig, aus, Nikolaus. Und wir gehen jetzt weiter. Wobei, in Final Fantasy sterben leider auch Leute. Das ist leider tragisch. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als würden sie alle noch leben. Ah, Bossfight. Und wisst ihr was? Ich benutze einfach diese Pause, um mal kurz kalt zu duschen. 40 Grad hier. So, kurz kalt abgeduscht. Und schon habe ich eine neue Wärmequelle hier bei mir auf dem Schoß. Und zwar die Shiva. Oh, sie geht wieder, glaube ich, weil ich sie nicht streichel. Oh, Glück gehabt. Sonst wäre ich jetzt hier wahrscheinlich gestorben. Ich habe hier einen PlayStation an, PC an, alles im selben Raum. Und PlayStation voll am Dröhnen. Okay, Barrett geht ab. Ihr Mistkerle! Ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt! Barrett! Tifa! Sei vorsichtig! Die greifen von oben an! Hast gut durchgehalten. Was glaubst du? Spielst schließlich die Hauptrolle hier! Aber auch ein Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Aber erst würde ich gerne deine Sachen ändern, wenn es geht. Du hast gar nichts mehr. Wird ein harter Kampf werden. Oh, ich glaube, er kommt runter.
Ist wohl Zeit für eine Revanche. Ruth! Ich muss Cloud spielen, damit er alles abfängt. Turks! Nichts Persönliches, Alter! Ja. Aber du wirst ja leicht zu bekämpfen. Denkste! Hey du! Keine Bewegung! Ihr habt euch wirklich mit den Falschen angelegt, das sag ich euch. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch dich gefälligst nicht ein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Uns Turks. Hält man nicht zum Narren. Ich weiß, wie man dich bekämpft. Einfach abwehren. Vorsicht. Ich durfte nicht mal abwehren. Lol. Ha! Du träumst wohl! Und du hast also auch Root besiegt, ja? Oh. Mein Job. Wart's nur ab. Das zahle ich dir doppelt ein. Okay, der meint's ernst. Also Chakra. Und dann Analyse. Nur kein Übergang. So, starke Resistenz gegen Blitz, logischerweise. Ein Mitglied der Turks, einer Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Wendig und schnell auf den Beinen greift er mit seinem speziellen, von Shinra gefertigten Schlagstock im Nahkampf an. Magieattacken und blitzelementare Attacken füllen seine Schockleiste nur langsam. Ja, ach, echt. Na ja. Oh, ich kann ihn in den Zauberreif stehlen. Das werde ich versuchen. Los! Bleib hier! Oh, Prügel, oder? Okay, tiefer. Barret, was hast du denn eigentlich so Schönes? Du kannst mich heilen. Heil mal tiefer. Schlag! Aber gut, ich will da wenigstens meine Limitleiste. Alles in Ordnung. Nicht ablenken lassen. Das nichts. Warte, lass mich mal kurz Chakra machen. Okay. Hey. Hast du gedacht, wa? Schön ruhig bleiben. So, immer wenn er eine Attacke gemacht hat, kann man ihn angreifen. So, weißt du was? Störung. Los geht's. Na, komm schon her. Okay. Ja, dann. Heute keine Störung. Ist okay. Kann ich mit leben. Nimm das! Hab alles im Blick. Okay! Schön ruhig bleiben! Ja, wieso hab ich angegriffen? Los! Das ist ja! Ja, Mist! Alles im Blick. Nimm das! Ja, verprügelt mich schon. Ich steh mal. Ist doch ein Klapp! Bleib hier! Ist das alles? So, er hat seinen Chakra eingesetzt. Und ich mach Chakra. Ach, tiefer. Barret. Mach mal was. Nicht ablenken lassen. So. Ach, ich hab eine Leiste. Er ist nur am Prügeln. Der Lurch. Schock hat fällig. Auf ihn. Glückstreffer.
Aber immer kurz vor Schockern finde ich es. Verdammt hartnäckige Nervensägen. Bombenabwurf einleiten. Was? Verdammt! Hier macht wohl jeder Vollidiot einfach, was er will! Ja, na, ich schließlich auch. Der Hubschrauber! Das tut weh. Sollen wir gegen den Hubschrauber kämpfen? Ernsthaft? Ist das alles? Abwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Toll. Das war's? Was zum Teufel? Los! Da geht noch was. Was zum? Na, ist doch ein Klatsch. Okay, ich muss die Pyramide angreifen. Schön ruhig bleiben. Was für ein Lurch, Alter. Was für ein Lurch. Das ist unglaublich. Okay. Jetzt hab ich ja das Sagen. Dann nehmen wir jetzt wieder Cloud. Reno, ja, bleib hier! Zieh dich zurück! Genau, mach mal. Kann ich mich kurz aufladen. Für dich! Ich kann nicht mehr. Hat er nicht gerade gesagt, er soll sich zurückziehen? Du musst durchhalten, Mann. Na gut. Phoenix wieder für Cloud. Okay. Ich zähle auf dich. Ausgerechnet jetzt. Fuck. Okay, weißt du was? Ich mache mein Limit auf ihn. Das ist nicht schlecht. Rückzug. Kurz heilen. So wird das nichts. So, jetzt gegen den da, ja? Muss ich erstmal eine Analyse machen, glaube ich. Wobei, der muss eigentlich. Muss der Blitz eigentlich ganz gut sein, ne? Da geht noch was. Sieht ganz gut aus. Und die Ulti von Tifa kann ich halt vergessen. Schwach. Das Ding. Okay. Halbiert vorübergehend erlittenen physischen Schaden. Okay. Genau so. So, tiefer. Jetzt da bitte. Weißt du was? Ich mach mal kurz Analyse. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist mit dem Blitz. Auf Nummer sicher. Blut! Oh. Ja. Oh, jetzt kämpft die zu zweit gegen mich. Ach du Scheiße. Bist du etwa rausgefallen? Dachte, du bräuchtest vielleicht Hilfe. Den Bericht reichst du ein. Root ist gefährlich. Na, dann wollen wir mal, Alter. Jetzt zeigen wir euch, aus welchem Holz die Turks geschnitzt sind. Limit, Salto. Gegen Root. Root ist gefährlich. Zwecklos. Na, komm schon her. Die Lektion werdet ihr heute lernen. Mit Turks legt man sich besser nicht an. Ganz schön ambitioniert. Shit. Oh, Beschwörung. Okay, dann. Ein Nickerchen kannst du später machen. Gegenstände. Du musst nur auf die Beschwörung warten. Und dann seid ihr im Arsch, Leute. Alleine schaffe ich das nicht. Überlass das mir. Für dich. Wurde schon umgebildet. Ziemlich aus. Es muss sein. So. Amok. Türk-Amoklauf.
Das tut weh. Das kann einfach nicht sein. Okay, Beschwörung. Zwecklos. Wir schaffen das. Ah, Cloud kann gerade nicht. Aber ich will auch nicht Chocobo und Mogri beschwören. Das ist Schwachsinn. Stattdessen machen wir einfach mal Blitz auf sie. So wird das ein Glückstreffer. Bleib hier. Nee. Wir müssen wechseln. Jetzt kann ich dir das sagen. Okay. Wieso geht das nicht? Hä? Naja, gut. Ach du Scheiße, du ahnst es nicht. Okay. Dann beschwöre ich den halt. Brauch deine Hilfe! Ist ja kacke. Jetzt muss ich halt die beschwören. Mal gucken, hatten wir ja eh noch nicht. Schön ruhig bleiben. Au! Die Gegenstände Megatrank an. Oh, Tifa ist tot. Cloud. Nicht! Der Biene! Weißt du, dass weil Tifa gestorben ist, dass er das macht? Muss er ganz schön Schaden gemacht, Alter. Oh oh. Mich haut das nicht auf. Aha, hast du gedacht, ne? Schockschuss gegen dich, mein Freund. Achtung, jetzt knallt! Ja. Bleib hier! Ja, wie er es wieder versucht hat. Hab was für dich! Verdammt! Du lernst doch nicht, ne? Du bist am Zug! Lass mich mal. Ja, was? Okay. Cloud lernt auch nicht. Schluss mit Luftig! Der Feind ist geschwächt! Das genug! So, noch eine Störung mit der. Zack! Zack, 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 zack. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Ja, Stampede macht ganz schön viel Schaden, muss ich sagen. Wie lässt es sich stoppen? Keine Ahnung. Kannst du knicken? Er will stoppen. Weil er ein guter ist. Verschwindet! Schon wieder diese Gruselviecher! Tifa! Was zum... Okay, vielleicht will er es doch nicht löschen. Okay, er wollte es doch nicht. Ich dachte, er ist ein guter. Hilfe! Eins wird abgelöst. Evakuierung einleiten. Wieso wollten die Geister das? Mist, was hast du getan? Cloud! Tifa! Die Zerstörungssequenz wurde bereits ausgelöst. Stoppt sie, bitte! Tifa! Marlene ist in Sicherheit! Aeris! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Wo ist meine Tochter? Wo seid ihr? Cloud, ich bin... Hier, komm! Ihr seid in Kontakt mit dem alten Volk gekommen und habt ihre Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür haben wir aufrichtig zu danken.
Sie ist eine vom alten Volk. Tut es mir auch fast leid für euch. Das war ihr Geheimnis. Oh. Altes Volk? Los weg! Ihr müsst fliehen! Und wohin sollen sie denn fliehen? Aerith! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofortige Evakuierung einleiten. Das kann... Ja, cool. Wir müssen von hier verschwinden, sonst sind wir eine blöde Briefmarke. 28 ja. Minuten runterzukommen. Verdammt. Erstmal Kisten kaputt machen. Scheiß Dreck. Okay, ich hab jetzt da. Oh, das sind Sekunden! Oh, das sind Sekunden! Was soll ich. Wohin? Bitte? Was? Wo sind die anderen? Hey! Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Na los, Tempo! Und los! Ja, die Platte kommt leider runter. Das ist Schicksal. Es geht nicht anders. Aber Wolke 7 wird es schaffen. Er versucht seine Katzen zu retten. Wer warst denn du, mein Freund? Ja, die Platte ist leider unten. Ja, das ist das Ende von Sektor 7 gewesen. Zumindest vorläufig. Natürlich wird es eines Tages wieder aufgebaut sein, wie Menschen das halt immer machen, ne? Aber die Decke ist eingestürzt. Und jetzt geht es darum, die Wunden zu lecken. In der nächsten Folge. Bis dann, ciao.